ZDF heute live. Herzlich willkommen. Wenn ihr euch denkt, schon wieder ein Flüchtlingsgipfel, was da wohl bei rausgekommen ist, dann stellt ihr euch genau die Frage, die wir uns in der Redaktion heute auch gestellt haben. Wir schauen auf die Ergebnisse, auf die Zahlen, auf die Probleme, die angesprochen wurden und auch auf mögliche Lösungen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr mitdiskutiert, wenn ihr mitfragt, wie immer über die Chats oder gerne per Mail an zdfheute-live@zdf.de. Wir beginnen mit zwei, die heute dabei waren und die zwei sehr, sagen wir mal, unterschiedliche Sichtweisen auf die Ergebnisse dieser Veranstaltung haben. Und zwar der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, und die Gastgeberin, Innenministerin Nancy Faeser. Wir mobilisieren zusätzlichen Wohnraum und Unterkünfte für Geflüchtete. Wir schaffen mit einem digitalen Migrationsdashboard für Länder und Kommunen jederzeit Transparenz über die aktuelle Migrationslage. Wir sorgen für mehr Steuerung, mehr Ordnung und mehr Rückführung. Wir sorgen für Integration von Anfang an. Die Länge der Sitzung dürfen Sie nicht so verstehen, dass wir auch entsprechend 4 Stunden hervorragende Ergebnisse produziert haben. Das ist leider nicht der Fall. Also wir hören, dass Herr Sager nicht zufrieden ist, und wir haben einen in der Sendung, von dem ich jetzt gespannt bin zu erfahren, wie sein Blick auf die Ergebnisse dieses Gipfels sind. Das ist der Landrat Christian Engelhardt. Er ist CDU-Politiker aus dem Kreis Bergstraße in Hessen und er ist einer der Landräte, die schon vor langer Zeit einen Brandbrief an den Kanzler geschickt haben mit der Bitte, dass sich etwas ändern müsse an der Situation. Herr Engelhardt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann haben Sie bis heute keine Antwort auf diesen Brief bekommen. Und wir sehen ja auch, dass der Kanzler heute an diesem Treffen nicht teilgenommen hat. Was sagt das aus über den Stellenwert des Themas? Schönen guten Abend. Ja, der Stellenwert des Themas ist, das ist zumindest die Sichtweise, die wir vor Ort haben in Berlin, möglicherweise erst jetzt oder noch nicht richtig angekommen. Es geht nicht nur darum, dass wir Kommunen große Probleme mit der Unterbringung der Flüchtlinge haben, sondern dass wir darin tatsächlich eine gesellschaftliche Herausforderung sehen und der Meinung sind, dass der Kanzler, weil es um internationale Themen geht, sich selbst dieser Sache annehmen müsste, sie zur Chefsache machen müsste und dazu beitragen, dass es tatsächlich Lösungen gibt und nicht nur Arbeitsgruppen, die gebildet werden. Stichwort Arbeitsgruppen, das ist eines der Ergebnisse, die heute beim Gipfel rausgekommen sind. Ein anderes ist ein Dashboard, wo man die Verteilung irgendwie digital auch besser steuern oder überhaupt überblicken kann. Da fragt man sich natürlich seit 2015, warum gibt es das nicht alles schon? Was ist denn Ihr Blick auf die Ergebnisse heute? Die Ergebnisse sind ernüchternd und auch ein Stück weit frustrierend, weil die Situation uns hier vor Ort sehr fordert. Letztendlich das Einzige, was geholfen hätte, wären klare Signale, dass kurzfristig deutlich weniger Flüchtlinge bei uns in den Kommunen ankommen. Dazu hätte der Bund ja durchaus Instrumente gehabt und hätte der Bund einfach gesagt, die Flüchtlinge, die jetzt neu nach Deutschland kommen, werden zunächst einmal vom Bund in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, bis die Asylverfahren ein Stück weit fortgeschritten sind. Im Augenblick kommen sehr viele Menschen zu uns, jede Woche etwa 60. Ich kann Ihnen gerne gleich noch mal erläutern, was das de facto vor Ort bedeutet, denn 60 klingt nicht so viel. Aber jeder weitere, der kommt, bringt uns immer näher ans Limit. Und dieses Limit ist kein Wohlfühllimit, sondern ist das absolute Limit dessen, was wir hier leisten können. Können Sie die Situation, Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals, können Sie die Situation bei sich vor Ort mal ein bisschen schildern? Gerne. Wir haben im letzten Jahr etwa 4.000 Menschen zu uns gekommen. Der größere Teil waren Menschen aus der Ukraine, etwa 2.500, und die weiteren sind Menschen aus den sogenannten Drittstaaten. Davon die größte Gruppe übrigens Menschen aus der Türkei. Das war allerdings vor dem Erdbeben. Und diese Menschen müssen wir unterbringen. Wir haben Menschen aus Ukraine zum Anfang recht gut in Wohnungen unterbringen können, weil uns viele Menschen, ich hatte öffentlich dazu aufgerufen, Wohnraum zur Verfügung gestellt haben, den wir anbieten konnten. Aber auch dieses Modell war endlich, sodass in der Summe in unserem Kreis insgesamt auch mehr als 3.000 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften leben. Und dieses Leben in Gemeinschaftsunterkünften heißt, das Leben
in engem Raum. Wir haben auch große Gemeinschaftsunterkünfte. Ausdruck dessen ist eine Zeltstadt in Bensheim, in der etwa 800 Menschen leben, in der jede Personengruppe, also Familien, jeweils nur eine kleine Ecke hat, die durch Bauzäune, die verkleidet sind, abgetrennt ist, Stockbetten und Spinte. Und natürlich kann in einer solchen Zeltstadt weder vernünftige Unterbringung für Dauer erfolgen, noch Integrationsarbeit stattfinden. Es geht aber weiter. Wir sind eine Zuzugsregion hier im Rhein-Main-Gebiet. Das heißt, Kindergartenplätze und Schulplätze waren eh schon rar. Jetzt soll in Kindergärten und Schule Integration von Kindern erfolgen, die hier angekommen sind. Das ist schlichtweg räumlich schon kaum möglich. Mir hat gestern eine Schulleiterin erzählt, dass sie eine Nachmittagsbetreuungsgruppe aus dem Raum schmeißen musste, um dort eine Sprachintensivklasse unterzubringen. Aber die Fachkräfte fehlen inzwischen auch. Es ist den Kommunen schon kaum möglich, Kindergärten personell auszustatten, weil zu wenig Pädagogen auf dem Markt sind, zu wenig Lehrer auf dem Markt sind. Und nun fehlen die Fachkräfte, um die Geflüchteten zu betreuen. Das heißt, es fehlt der Raum und es fehlt das Personal. Und das ist zwar für eine kurze Zeit eine Perspektive, mit der man umgehen könnte, aber wir wissen inzwischen aus 2015, 2016 heraus, dass es eben keine kurzfristige Situation ist. Wir haben etwa 700 Menschen, die im Jahr 2015 zu uns kamen, die jetzt noch in Gemeinschaftsunterkünften leben, also jetzt 7 Jahre später noch in Gemeinschaftsunterkünften leben, weil unser Wohnungsmarkt erschöpft ist und auch viele Menschen, die hierher ziehen, weil sie Arbeitsplatz finden, keine Wohnung finden. Und das bietet doch Riesenherausforderungen für unsere Gesellschaft. Und Herr Engelhardt, mit Blick darauf sind alle 60... Entschuldigung, weil ich will Sie gar nicht unterbrechen. Ich würde nur gern, weil der Fächer so breit ist an Themen, den Sie gerade aufgemacht haben, ein bisschen das nacheinander abarbeiten. Denn das sind natürlich alles im Einzelnen ganz, ganz wichtige Punkte. Lassen Sie uns doch mal erst bei der Situation der Menschen in den Unterkünften bleiben. Sie haben es geschildert, das ist teilweise sehr, sehr schwierig. Und wir haben eine Flüchtlingshelferin, die auch noch mal beschreibt, welche Unterschiede es macht, aus welchen Strukturen die Leute kommen, die hier nach Deutschland geflüchtet sind. Also toll hat man gesehen, bei den Vernetzungstreffen kamen einfach die Familien bei uns rein mit den Kindern. Wir haben ein Bastelangebot gemacht und schnell waren über Kinder tolle Brücken gebaut. Also wir haben mit denen gebastelt, gespielt, haben geguckt, dass sie Kleider bekommen haben. Die Hilfsbereitschaft von Sachspenden und auch von anderen Organisationen, es hat einfach reibungslos geklappt. Also man kann sich wirklich, die Vernetzung der Hilfsorganisationen war toll, von Tafel bis kleinere Vereine, wir sind Bergstraße und Caritas und Kirchengemeinden. Die haben sich einfach uns auch sehr geöffnet. Das heißt, wir haben mit denen Feste gefeiert, wir haben aber auch mit denen geweint. Und das war gerade in dem Zusammenhalt, weil es Familienkonstellationen war, für uns als Mitarbeiter und Ehrenamtliche vom Familienzentrum auch viel einfacher. Herr Engelhardt, ich blicke hier mal ganz kurz in den Chat und sehe, dass es eine heiße Diskussion gibt, auch darüber, was andere Länder tun, was europäische Lösungen sein könnten. Da gibt es viele Stimmen, die sagen, wir nehmen viele Flüchtlinge auf, andere müssten da noch viel mehr tun und unsere Kapazitäten sind erreicht. Das lese ich hier sehr oft. Und vielen Dank auch an Joachim Lotz. Es hat mir jemand ein Wasser gebracht, beziehungsweise ich habe ein Wasser hier. Es geht wieder. Vielen Dank. Ich bin stabil. Herr Engelhardt, Sie haben die Flüchtlingshelferin gerade gehört und ich habe die Strukturen angesprochen. Nicht die Strukturen, aus denen die Leute kommen, sondern in denen sie hier sind. Das ist wichtig. Wenn man sieht, vor allem viele Ukrainer kommen als Familien, da kann man andocken über die Kinder. Viele andere Flüchtlinge sind alleinreisende junge Männer. Da ist es schwieriger, zu integrieren, ganz offenbar. Und das wiederum erstaunt ja auch ein bisschen, weil auch diese Tatsache haben wir schon seit 2015, 2016. Da sind viele Männer, die eingereist sind und wo man sagen könnte, da kann man doch eigentlich reagieren und gucken, wie man das besser hinbekommt, als man es in den Jahren bisher hinbekommen hat. Es gibt viele Integrationsangebote per se, also Integrationskurse, Sprachkurse. Wir haben viele ehrenamtliche Menschen, die sich engagieren, mehr als 1000 im Kreis Bergstraße.
Aber auch diese Angebote sind im Augenblick am Limit. Das heißt, die Wartezeit auf einen Sprachkurs, die Wartezeit auf einen Integrationskurs ist viel länger, als sie sein dürfte. Und in den großen Gemeinschaftsunterkünften, wie zum Beispiel in der Zeltstadt, ist diese Arbeit schlichtweg nicht möglich. Und wenn Sie sich die Schichtung der Geflüchteten genauer anschauen, dann haben Sie nicht nur den Unterschied zwischen Ukrainern und den jungen Männern aus den Drittstaaten, sondern Sie haben auch noch sehr unterschiedliche Staaten, aus denen die Menschen kommen. Sie haben afghanische Ortskräfte, die hier bleiben dürfen, die wir eingeladen haben, weil sie in Afghanistan für westliche Staaten gearbeitet haben, die jetzt sehr frustriert darüber sind, dass sie mit vielen anderen Geflüchteten in der Zeltstadt leben. Dann haben sie dort Menschen aus der Türkei, die zum größten Teil kein Bleiberecht bekommen, weil die Anerkennungsquote bei Menschen aus der Türkei sehr niedrig ist, die also dort leben und wissen, dass sie eigentlich wieder zurück müssen. Das ist also eine sehr heterogene Personengruppe und das ist eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Nun, wenn ich hier in den Chat blicke, dann sehe ich oft auch, dass das Thema Rückführungen oder Abschiebungen thematisiert wird. Jetzt hat Ihr Parteikollege, Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen, heute gesagt, wir brauchen eine Migrationsbremse. Das Motto muss lauten, Rückführungsoffensive statt weiterer Aufnahmeprogramme. Ist das Wort Migrationsbremse in diesem Zusammenhang angebracht? Also Wortfindung ist generell bei diesem Thema schwierig. Am Ende geht es um Menschen. Und selbst wenn jemand aus wirtschaftlicher Not nach Deutschland kommt, aus rein wirtschaftlicher Not, ist das ein nachvollziehbares Motiv. Es geht nun mal auf vielen Ländern auf der Welt den Menschen viel, viel schlechter als bei uns. Allerdings müssen wir uns auch ehrlich machen. Wir müssen ehrlich sein. Wir können nicht x-beliebig viele Menschen bei uns aufnehmen. Es gibt irgendwann Grenzen. Und da sollten wir uns auf die fokussieren, die tatsächlich aus humanitären Gründen aufgenommen werden müssen, so wie unser Grundgesetz das vorsieht. Und das heißt, diese Mischung aus, wir müssen es ehrlich machen, was wir können, und wir wollen keine Bremse bei denen einlegen, die aus humanitären Gründen aufgenommen werden, die politisch verfolgt sind oder aus Kriegsgebieten kommen, führt doch tatsächlich dazu, dass man dafür sorgen muss, dass die Menschen, die kein Bleiberecht haben, dass sie tatsächlich auch nicht dauerhaft hier bleiben. Da gibt es zwei Mittel. Das eine ist das schnellere Rückführen. Das halte ich auch für wichtig, auch dass es viel schneller passiert als bisher. Das dauert alles viel zu lange oder in den meisten Fällen wird es gar nicht gemacht. Selbst wenn Asylrecht abgelehnt wurde, bleiben die Menschen meist hier. Und das zweite ist, man sollte an den Grenzen bereits viel besser kontrollieren, wen man reinlässt. Also am besten nur die Menschen am Ende zu den Kommunen bringen, die tatsächlich eine große Chance auf Bleiberecht haben. Und nehmen wir die Menschen aus der Türkei, vor dem Erdbeben zumindest, das ist ja jetzt eine neue Situation, weniger als 30% haben eigentlich eine Bleibeperspektive und trotzdem kommen sie erstmal hier an und sind dann über teilweise Jahre in Gemeinschaftsunterkünften vor Ort. Sagt der Landrat Christian Engelhardt. Vielen Dank, dass Sie bei uns in der Sendung waren und auch noch mit Lösungsvorschlägen oder Problemlösungsansätzen sich in die Sendung mit eingebracht haben. Vielen Dank, Herr Engelhardt. Und wir blicken auf die Zahlen, die diesem Ganzen zugrunde liegen. Wie viele Menschen stellen überhaupt in Deutschland Asylanträge? Wie viele Flüchtlinge gibt es? Tim Romberg fasst zusammen. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland mehr als 244.000 Asylanträge gestellt. Das ist ein Anstieg um fast 28% gegenüber 2021. Die größten Gruppen unter den Antragstellern kamen aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Insgesamt aber lag die Zahl der Asylanträge weit unter dem bisherigen Höchstwert von 2016. Damals waren es über 745.000. Außerdem suchen Menschen aus der Ukraine vor dem Krieg Schutz in Deutschland. 2022 registrierten die Behörden rund 1 Million Geflüchtete. Wir haben einen Migrationsforscher in die Sendung eingeladen, der sich schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Gerald Knaus ist Gründungsdirektor der Denkfabrik European Stability Initiative, ESI. Schön, dass Sie da sind, Herr Knaus. Können Sie uns mal einordnen aus wissenschaftlicher Sicht diese Zahlen? Viele haben das Gefühl, die Situation ist schlimmer als 2015, 2016, alleine dadurch, dass wir auch mehr Geflüchtete aus der Ukraine
Ukraine haben. Können Sie das ein bisschen einordnen? Ja, das kann ich gerne. Guten Abend. Also eines steht schon jetzt fest, das letzte Jahr war ein historisches Jahr, was die Zahl der Flüchtlinge betrifft, die in Deutschland Schutz bekommen haben. Es haben noch nie in einem Jahr seit der Gründung der Bundesrepublik, seit den späten 40er Jahren, so viele Menschen in Deutschland Schutz erhalten wie 2022. Und das erklärt den Großteil der Herausforderung, vor der die Kommunen, die Landräte, die Bürgermeisterinnen stehen. Über 1,1 Millionen Menschen haben Schutz erhalten. Das gab es noch nie. Aber man muss dazu sagen, auch in der Europäischen Union gab es noch nie so viele Flüchtlinge wie im letzten Jahr. Und das ist zu einem Großteil, über 80%, eine Folge des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine. Wenn Sie sich dann vor diesem Hintergrund den Gipfel heute anschauen, wie kommentieren Sie die Ergebnisse? Also ich glaube tatsächlich, was auch vorhin schon gesagt wurde, wir müssen uns ehrlich machen. Man muss sehr klar sagen, was hier passiert. Also erstens, wir haben einen Angriffskrieg, der in einem der bevölkerungsreichsten Staaten Europas fast ein Drittel der Bevölkerung, 12 Millionen Menschen, in nur einem Jahr vertrieben hat. Viele sind in der Ukraine geblieben. Die sind noch nicht gekommen und sie wollen auch nicht fliehen. Aber das Ziel der russischen Politik ist, dass in diesem Jahr noch weitere Millionen nicht in der Ukraine leben können. 5 Millionen haben in der EU einen temporären Schutzantrag gestellt. Und was wir machen müssen, ist ganz klar sagen, diese Krise, darauf war niemand vorbereitet und man muss jetzt zu den Mitteln greifen, in einer historischen Krise auch historisch zu reagieren. Man muss flexibler sein bei den bei praktischen Dingen wie bei den Kitas. Man muss das Geld in die Hand nehmen, um diese Probleme zu lösen. Und man muss auf europäischer Ebene viel stärker darauf drängen, dass auch andere Länder, große Flächenstaaten wie Frankreich, Spanien oder Italien, einen auch nur halbwegs adäquaten Anteil an Ukrainerinnen auch aufnehmen. Denn das ist derzeit nicht der Fall. Nun sehen wir an diesem Tag heute, dass die historische Antwort von Nancy Faeser ein Dashboard ist. Ja, das kann es nicht sein. Ich warne auch vor falschen Erwartungen mancher der Diskussionen, die in den letzten Tagen geführt wurden. Ich gebe nur ein Beispiel. Abschiebungen. Es ist extrem wichtig, dass Abschiebungen ausreisepflichtiger, vor allem Straftäter und Gefährder, aus vielen Gründen besser funktionieren. Und da soll und muss die Bundesregierung arbeiten. Aber im letzten Jahr wurden etwa 50.000 Menschen in erster Instanz abgelehnt. 1,1 Millionen haben Asyl bekommen. Also wenn alle, die abgelehnt würden, und es gehen ja noch viele in Berufung, abgeschoben würden, dann wären das weniger als 5% der Zahl, die Deutschland unterbringen muss. Und wenn noch einmal einige Hunderttausende Ukrainerinnen kommen, weil der Krieg in der Ukraine eine Wende nimmt, ungünstig für die Ukraine, dann sind auch dreimal so viele Abschiebungen in diesem Jahr wie im letzten Jahr keine wirkliche Entlastung für die Kommunen. Also wir brauchen natürlich kurzfristige Maßnahmen, wir brauchen mittelfristige Maßnahmen, Migrationsabkommen, damit weniger Menschen kommen, die keinen Schutz brauchen. Wir brauchen Kontrolle, aber kurzfristig müssen wir uns darauf einstellen. Und da ist eine der wichtigsten Sachen auch die Unterstützung für private Aufnahme. Wir brauchen die Haushalte, die in der Lage waren, die bereit waren, Leute aufzunehmen für einige Zeit. Die müssen vom Staat, ich glaube, das würde sehr helfen, noch mehr unterstützt werden, auch finanziell, wie das in Irland passiert oder auch in Tschechien. Denn staatliche Unterkünfte für all diese Menschen und weitere, die kommen könnten, sind extrem schwer zu finden. Darf ich dazu direkt eine Nachfrage stellen? Wir haben gesehen, dass der Mediendienst Integration folgende Zahlen liefert. Der sagt, in Bayern und im Saarland zum Beispiel sind die Erstaufnahmeeinrichtungen zu 90% belegt. Auch Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt melden, dass die Einrichtungen weitgehend ausgelastet sind. Jetzt hingegen Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen dagegen melden, dass nur rund die Hälfte der Plätze belegt sei. Wenn das so ist, dann brauche ich doch eigentlich keine Privathaushalte, sondern dann muss ich doch nur schauen, wie ich die Menschen besser verteilen kann. Ja, natürlich, man muss alles nützen, was geht. Aber wenn ich über die Grenze blicke, in die Nachbarstaaten, und Deutschland ist ja, und das ist vielleicht auch ist keine Beruhigung, aber es ist wichtig als Kontext, ist ja nicht unter den 8 Ländern in Europa, die pro Kopf die größte Zahl aufgenommen haben. Tschechien, Polen, die baltischen Staaten,
die Slowakei haben ja pro Kopf noch mehr Menschen aufgenommen. Polen und Tschechien 4% der Bevölkerung. In Deutschland waren es 1,2% der Bevölkerung Ukrainer, die einen Antrag gestellt haben. Wie haben die das geschafft? Wie schaffen die das? Die sind nicht reicher als Deutschland, die sind nicht besser organisiert. Die schaffen das durch private Unterkunft. Und auch die haben natürlich Probleme. Aber es ist klar, ich rede jetzt auch von dem, was wir erwarten müssen. Die Krise ist ja nicht vorbei. Wenn wir jetzt zurückblicken könnten und sagen, was ist bis jetzt passiert, ist das das eine. Aber der Krieg läuft ja weiter. Und es ist ja nicht unrealistisch, dass noch weitere 100.000 kommen könnten. Und ja, und da muss man dann wirklich alles nützen. Die staatlichen Kapazitäten, wo sie frei sind, und die private Aufnahmebereitschaft. Und natürlich die europäische Dimension. Die wurde bei dem Gipfel letzte Woche in Brüssel total ignoriert. Da hat man überhaupt nicht über die Ukraine gesprochen. Wenn ich hier in die Chats gucke, dann sehe ich, dass es viele Forderungen gibt, zum Beispiel das Asylrecht zu ändern. Und vor allem ist der Tenor eher, wir schaffen das nicht. Wir können nicht noch mehr Menschen aufnehmen. Das ist, also würde ich sagen, das ist die Mehrheit der Kommentare hier in den Chats. Und das bringt mich nochmal zu der Frage nach den Abschiebungen auch, weil die, wie gesagt, auch ganz oft hier gestellt wird. Thomas Gralitz fragt, Frage an Herrn Knaus, warum nimmt man Leute auf, bei denen man schon bei der Aufnahme weiß, man kann sie nicht abschieben? Naja, da muss man unterscheiden. Es gibt Leute, die kann man nicht abschieben, weil sie Schutz bekommen, weil sie nach deutschem und europäischem Recht anerkannt werden, wie fast alle Syrer, die kommen, und wie alle Afghanen. Von den 100.000 Menschen, die im letzten Jahr Schutz bekamen, waren, wenn ich mich recht erinnere, über 70.000 Syrer und Afghanen. Dann gibt es Menschen, die man nicht abschieben kann, weil wir mit den Staaten keine Beziehungen haben. Russland in diesem Moment. Ich glaube auch in den Iran, wo jetzt eine unglaubliche Repression stattfindet. Es ist auch mit Eritrea praktisch unmöglich. Also es gibt auch Staaten, wo das nicht geht. Aber es stimmt natürlich. Jede Anstrengung kann helfen. Es ist absurd, wenn Leute aus der Türkei, die nicht verfolgt werden, es gibt Verfolgung, aber viele, die kommen, werden nicht verfolgt, dass die einen Asylantrag stellen, das kann man nur reduzieren, indem man sehr schnelle Verfahren macht und dann einen Partner hat, ein Land hat, in dem Fall die Türkei, die dann sagt, ja, wir nehmen die Leute auch schnell zurück. Auch Georgien, auch Moldawien, das sind Länder mit großen wirtschaftlichen Problemen, aber die sollen nicht ins Asylsystem kommen, weil die werden nicht verfolgt. Das Gleiche gilt für die meisten Menschen aus Nordafrika, Tunesier und andere. Nur, wenn wir dann zurückschauen auf die Zahlen in Deutschland, die allermeisten, die heute von den Zahlen 2022 die Herausforderung darstellen, sind Ukrainerinnen, ihre Kinder, Afghanen, Syrer, also Menschen, bei denen Abschiebung deswegen nicht in Frage kommt, weil sie Schutz erhalten. Dann lassen Sie uns noch mal über den Punkt der Integration sprechen. Und da hat in dieser Woche der grüne Landrat Jens Marco Scherf aus Bayern bei Markus Lanz, der Ihnen ja auch wohl bekannt ist, einen Satz rausgehauen, der auf Social Media unter anderem für viel Aufregung gesorgt hat. Hören wir mal rein. Wenn ich mir anschaue, unter der Prämisse, dass Migration auch in meinem Landkreis im Großen und Ganzen eine Erfolgsgeschichte ist, aber wenn ich in meine Kindergärten schaue, in die Schulen, in die normale Interaktion, dann haben wir ein Problem damit, dass wir Verhaltensweisen haben, die finde ich mit dem P-Wort eigentlich noch verniedlichend umschrieben, die die Frauen nicht ernst nehmen, um es konkret zu machen, dass Lehrerinnen nicht ernst genommen werden von Vätern, dass Mütter nicht alleine zu Elternsprechabenden kommen dürfen, dass junge Frauen, Mädchen in der Berufsschule Angst davor haben, wenn sie sich im Unterricht äußern. Und wenn Integration gelingen soll, dann müssen wir auch den Mut haben, Missstände ganz offen anzusprechen, ohne dass wir dann diffamiert werden, dass wir damit alle verunglimpfen wollen. Aber wir müssen über die Missstände sprechen können, um auch was dagegen unternehmen zu können. Ja, dann lassen Sie uns das P-Wort rauslassen und die Emotionen auch und über die Fakten sprechen. Wie steht es denn um die Integration? Naja, ich glaube, es ist wichtig, die Themen schon zu trennen, denn bei den Problemen bei der Integration, da geht es auch darum, dass es Menschen gibt, die vielleicht sogar in Deutschland geboren sind oder die schon sehr lange hier sind, die nicht erst als Flüchtlinge in jüngster Zeit gekommen sind. Heute Abend bei Markus Lanz gibt es eine Diskussion, da ist die Integrationsbeauftragte aus Neukölln dabei. Ich war da auch dabei, also das ist eine Diskussion über Probleme,
die nicht im letzten Jahr entstanden sind. Was natürlich zutrifft, ist, wenn es nicht gelingt, die, die jetzt ankommen, mit Integrationskursen, Sprachkursen und auch in den Kindergärten abzuholen, dann verschärfen sich diese Probleme. Aber diese Probleme, die werden nicht geschaffen durch die Entwicklungen im letzten Jahr. Und vielleicht eine Zahl noch: Im ganzen letzten Jahr ist die gesamte irreguläre Migration über das gesamte Mittelmeer, also von Spanien bis Griechenland und Zypern, aus der Türkei, aus Afghanistan, aus Syrien und aus Afrika, insgesamt waren es 160.000, die irregulär gekommen sind, die allermeisten nach Italien. Das waren so viele, wie im Anfang März letzten Jahres an einem Tag aus der Ukraine in die EU gekommen sind. Das heißt, wir haben derzeit gar keinen gewaltigen Zustrom von außerhalb der EU. Was wir allerdings haben, ist, dass wir in der EU Staaten haben, die die Menschenrechte und das Asylrecht ausgesetzt haben, de facto. Und jetzt kommen die, die einen Asylantrag stellen, bevorzugt in eine kleine Gruppe von Staaten. Die kommen dann nach Österreich, in die Schweiz, nach Deutschland, nach Frankreich und andere Länder. Kroatien hat im letzten Jahr 20 Menschen Asyl gewährt. Das ist 4 pro Million Einwohner. In Ungarn gibt es überhaupt keine Asylanträge, de facto. Das heißt, wir haben auch ein Problem der Rechtsstaatlichkeit in den EU-Staaten, die die Standards nicht mehr respektieren und damit auf Kosten anderer, die in die EU kommen, und es sind, wie gesagt, nicht ungewöhnlich viele, die kommen dann und konzentrieren sich in den Ländern, wo auch noch eine große Zahl von Ukrainern sind. Herr Knaus, eine Frage noch zum Schluss. Es gibt ja jetzt einen Sonderbevollmächtigten für Migrationsabkommen. Was erwarten Sie von ihm? Also ich glaube, das ist ein extrem positiver Schritt, der allerdings keine Wunder vollbringen kann. Zwei Dinge sind realistisch zu erwarten. Das erste, und das hat Joachim Stamp in Nordrhein-Westfalen schon gemacht, als stellvertretender Ministerpräsident, sich konzentrieren, systematisch daran arbeiten, alle Straftäter und Gefährder, die man abschieben kann, abzuschieben und darüber mit den Ländern, den Herkunftsländern zu sprechen. Gleichzeitig auch Migrationsabkommen abzuschließen, um zukünftige irreguläre Migration in die EU und nach Deutschland zu reduzieren. Das geht nicht schnell, aber der Ansatz ist der richtige, der steht auch im Koalitionsvertrag. Es ist allerdings, das hat natürlich auch mit der Ukraine-Krise zu tun, ein Jahr vergangen, bevor diese extrem wichtige Ernennung passierte. Das Problem ist, kurzfristig wird das die Kommune nicht entlasten, aber wenn es so läuft, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, wenn alle Regierungsmitglieder und Minister und Ministerinnen den Sonderbevollmächtigten unterstützen, dann kann es mittelfristig zu einer viel besseren Situation führen. Gesundheit, Herr Knaus. Entschuldigung. Gesundheit, alles Gute und vielen Dank, dass Sie im Stream dabei waren, denn damit sind wir auch schon passend zum Ende der Sendung angelangt, am Ende der Sendung angelangt. Vielen Dank, Herr Knaus, und vielen Dank an euch, dass ihr so fleißig mitdiskutiert und auch Fragen gestellt habt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss.